So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück im Pott hier in Gladbeck zum Let's Play Omsi, der Omnibus Simulator 2. Das hier ist, wie gerade schon gesagt, die Map Gladbeck Version 5 und wir versuchen es nochmal mit der Straßenbahn. Vielleicht klappt das ja mal jetzt. Also, ich glaube, wir sind ja ungefähr bis zur Emscher Straße gekommen, vielleicht ein bisschen weiter zurück. Also eine Haltestelle vorher waren vielleicht, aber ich wusste das jetzt auch nicht mehr so genau und hatte auch keine Lust mehr im Video nachzugucken. Aber so viel werdet ihr schon nicht verpasst haben. Wir versuchen jetzt, wie gesagt, nochmal hier mit der Straßenbahn nach Bur zu kommen. Und dazu muss ich, glaube ich, erstmal einen Fahrplan annehmen. Das ist dann die Linie 302, Umlauf Samstag 1, Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Bur Rathaus. Das stimmt soweit. Und wo sind wir? Wie viele kommen überhaupt noch? Ach, so viele kommen gar nicht mehr. So viele Haltestellen sind nur noch 1, 2, 3, 5 noch. Das geht ja dann. Ist dann auf jeden Fall wieder eine kurze Aufnahme. So, Emscher Straße ist unser erster Halt. Um 10.44 Uhr. Okay, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Okay, sie lösen Wagennummer. Steht keine Wagennummer ab. Dieser Wagen wird ausgesetzt. So, jetzt sind wir hier an der Linie 302. Fahrziel ist dann Bur Rathaus. Okay, jetzt haben wir auch umgeschildert. Perfekt. Und jetzt würde ich sagen, warten wir, oder? Nein, Scherz. Also wir stellen die Zeit dann auf, sagen wir mal, 41 vor, weil man ist ja doch relativ flott unterwegs hier mit so einer Straßenbahn. Mal gucken, ob da welche einsteigen wollen. Weil beim letzten Mal wollte ja kein einziger einsteigen. Und da hatten wir ja auch Personen auf der Fahrbahn. Oder auf den Gleisen. Das ist ja total gefährlich. Na, fahren wir einfach mal los. Oh, minus 2,8. Okay, dann kommen dann halten wir hier einfach nochmal. Ist ja immer noch als Emscher Straße. Vielleicht wollen die Fahrgäste ja einsteigen und kommen uns hinterhergelaufen. Warte, ist da ist halt Stille. Die kommen tatsächlich. Oder? Umdrehen. Oh, jetzt bin ich schon zu weit. Und wieder zurück. Ich glaube, die kommen wir. Nee, die drehen wieder um. Naja, dann haben sie eben Pech. Wir fahren dann so langsam los, oder? Na, ich mache eben noch die Zimmertür zu bei mir. Warte mal eben. Ist ja Zeit, wir haben Zeit. Ich habe meine Kopfhörer die ganze Zeit gesucht und jetzt sehe ich, die liegen hinterm Kissen. Toll. So, jetzt ist mein Kopfhörer. Anstecken, mal gucken, ob das funktioniert dann mit dem Ton direkt, weil ich hatte da ist schon lange her, aber da hatte ich mal so Probleme, da ging das dann nicht, wenn ich dann die Kopfhörer reingesteckt habe, dann hatte ich gar keinen Ton mehr bei Omsi, aber bei anderen Spielen ging es. Mal gucken, ob das jetzt geht. Geht sogar. Jetzt habe ich auf den Kopfhörern auch einen Ton. So. So, 1,3 Minuten sind wir zu früh. Komm, da können wir losfahren. Haben jetzt genug Zeit geschindet. Willy-Brandt-Allee um 10.45 Uhr. Macht auf jeden Fall Spaß mit der Straßenbahn rumzufahren. Bin ja wirklich mal gespannt, ob wir in dieser Aufnahme auch wieder eine Fehlermeldung bekommen. Also ich tippe ja mal auf ja. Aber wir werden sehen. So, wo kommt denn die Willy-Brandt-Allee? Und in Ruhr kenne ich mich auch so ein bisschen aus. Also so im Hauptbahnhof, da kann ich mich, war ich bestimmt schon mal, aber kann ich mich nicht so dran erinnern. Und jetzt, was ist jetzt los? Hilfe.
war eine Fehlermeldung, wie es aussieht. Und irgendwie bricht die Performance jetzt auf einmal ruckartig ein. Ich guck da gleich mal. Hier sind 50 km/h erlaubt. Ja, toll. Mann. Warum musste da jetzt diese Fehlermeldung kommen? So, wir hatten gerade mal wieder 1 FPS. Das geht hier wirklich wie in diesen Trickfilmen da, wo du einfach die ganz alten Filme da, wo irgendwie ein Bild pro Sekunde kam. Und hier ist das ja fast noch schlimmer. So, wartet mal, jetzt gucke ich erstmal, was hier denn los ist. Okay, jetzt müsste es wieder gehen. Wollen die Fahrgäste denn wenigstens heute mal einsteigen? Habt ihr Lust, liebe Fahrgäste oder auch nicht, liebe Fahrgäste? Wow, die wollen sogar einsteigen. Weltpremiere. Und ich glaube, die gehen tatsächlich rein. Ja, wir haben endlich mal Fahrgäste. Das wurde aber auch mal Zeit. So, Türen schließen. Und jetzt war klar, dass die Ampel wieder rot wurde. Muss ja sein. Und Kontakt haben wir auch noch nicht mal. Wie es aussieht. So, jetzt sehe ich die Ampel gar nicht mehr. Jetzt müssen wir extra so gucken. Aber allzu lange kann es nicht dauern, weil die Autos hier haben auch rot und die wollen ja auch schnell weiterfahren. Gut, hier in Gelsenkirchen. Da kann es doch schon etwas länger dauern als in Spandau zum Beispiel. Ich hoffe, ich schaffe das gleich alles noch. Denn heute um 15 Uhr soll die Folge ja kommen. Und ich muss noch rendern, dann habe ich noch so viel zu tun. Na gut, wenn man rendert, kann man ja auch noch wieder was anderes aufnehmen. Von daher müsste das eigentlich bis 15 Uhr heute hinhauen. Würde ich heute noch Prognosenfolgen aufnehmen. Dann ist ja heute um 18 Uhr wieder der Livestream. Kann ich ja mal wieder ein bisschen Werbung für machen. Also wenn ihr Bock habt, mir beim FIFA 14 Spielen zuzusehen. Wir spielen die Liverpool-Karriere weiter, die wir, ich glaube, im Februar und März so gespielt haben, bis FIFA World Cup Brazil kam. Die spielen wir jetzt weiter und versuchen die jetzt in den Ferien noch zu beenden. Wird auf jeden Fall witzig, kannst ja mal reinschauen, falls sich das interessiert. So, und hier dürfen die Autos 80 fahren und wir nur 70. Das finde ich aber fies. Oh, nichts als Schilles. Veltins Arena 1. Mal gucken. Veltins Arena, da hätten wir eigentlich im Schalke Repaint fahren sollen. Aber das will ich den Dortmund-Fans, falls vielleicht zugucken, mal lieber ersparen. Deswegen bleiben wir ganz neutral im Burgestra Repaint und werden dann auch schnell wieder weiterfahren. Arena war ich auch schon ein paar Mal, obwohl ich kein Schalke-Fan bin. Aber naja, das lässt sich nur schwer vermeiden, wenn man so in der Nähe wohnt. So, dann geht man hier hoch immer. So, hier geht's hoch, glaube ich. Und dann geht's da vorne, ich weiß nicht, ob ihr den Mauszeiger seht, bestimmt nicht. Links geht's dann da so weiter und dann ist da irgendwo die Arena. So. Oh, jetzt haben wir ja Schalke-Musik im Hintergrund. Ist natürlich ganz toll. Und meine Katze kommt hier gerade. Jetzt immer. Da unsere Katze. Ja. Na, Miezi, willst du auch mal was sagen? Komm. Na, sie miezt. Das macht sie gerne.
wir können ja weiterfahren. Hier will gar keiner einsteigen. Da müssen wir auch nicht so lange diese Lieder hier ertragen, würden die Dortmund-Fans jetzt sagen. So. Ich glaube, hier gibt es ja sogar einen Arena-Verkehr oder so. Vielleicht können wir den ja auch mal fahren. Berger See ist die nächste Haltestelle. Hier stand doch 302 Arena-Verkehr. Den gibt es auf jeden Fall. Den gibt es, glaube ich, nur samstags. Also nur, wenn Schalke wirklich spielt. Und naja, ich weiß nicht, ob das wirklich so interessant ist jetzt, weil es wird wahrscheinlich die gleiche Linienführung sein, nur ein bisschen abgekürzt. Aber ich kann sie ja mal offline fahren und dann können wir ja mal gucken, was wir hier noch so machen können in Gladbeck. Oh, rotes Signal ignorieren wir einfach mal. Ist ja ein Simulator. So, Berger See. Will hier denn wenigstens die Dame da einsteigen? Gucken wir doch mal. Ja, sie steigt ein. Ist ja perfekt. Dann machen wir die Türen wieder zu. Und fahren weiter. Nächste Haltestelle ist dann... welche? Ich warte um sie. Rathaus 302. Ich glaube, dann sind wir schon am Ende dieser Fahrt. Das ging ja jetzt wirklich flott und ich hoffe, wir kriegen gleich keine Fehlermeldung mehr. Also Daumen drücken, Jungs. Und Mädels natürlich. So, ist das schon die Haltestelle? Ich glaube nicht. Da können wir durchrattern. Oder? Da stand ja auch Entfeld, Bergmannshall oder sowas. Bergmannshell, so. Da unten möchte ich den Tunnel hier auch schon etwas mal gefahren. Ist irgendwie schön, wenn man in Omsi Sachen sieht, wo man wirklich schon näher gefahren ist. So, haben wir hier den Kontakt zur Ampel? Ominöserweise nicht. Warum auch immer, hier sind 50 jedenfalls erlaubt. Ja, wissen wir für später schon mal Bescheid. Und hinter uns kommt auch keine Straßenbahn mehr. Und uns ist, glaube ich, heute noch gar keine entgegengekommen. Also mehr als ich da bis zur... wie hieß das Stelle? Emscher Straße gefahren bin, da kam mir eine Straßenbahn mal entgegen, aber sonst habe ich auch noch nichts gesehen heute. So, ich warte um sie. Oder Ampel vielmehr. Na gut, wir haben noch 1,7 Minuten Zeit, aber trotzdem lieber zu früh als zu spät. So, wärst du denn dann bereit? Straßenbahnampel. Ich fahr dann mal. Das. Oh, wird sowieso grün, von daher. War es ja eigentlich korrekt. Wir sind nur schon bei Rot-Gelb losgefahren. Also ne, jetzt nicht rot-gelb. Ja doch, ist ja rot-gelb, wenn die Ampel grün wird. Aber wir sind bei Rot schon losgefahren. Ist auch irgendwie unlogisch, dass es, wenn es rot wird, nur gelb ist und wenn es grün wird, rot-gelb ist. So, hier geht es jetzt weiter und dann... dürfen wir hier gleich rechts fahren und dann wären wir auch schon am Rathaus, was uns ja schon bekannt ist aus einigen Gladbeck-Folgen. Die Version 6 soll ja, glaube ich, im Dezember veröffentlicht werden, wenn ich das richtig bekommen habe.
ein so ein Bild, wo das Release-Datum draufsteht. Oder Release-Datum draufsteht. Ich kann ja gleich mal gucken, ob ich das Bild nochmal finde. Weil ich habe es jetzt auch nicht mehr so genau im Kopf, wann genau das war. So, Fahrgäste lasse ich aussteigen und dann gucke ich doch jetzt mal. So, ah ja, genau, 1. Dezember 2014. Ob das so stimmt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich in der nächsten Aufnahme auch noch mich in Gladbeck befinden werde. Oder ja, hier auf der Map Gladbeck, ob wir da auch noch fahren werden. Und die Fahrgäste wollen irgendwie nicht aussteigen. Das ist alles noch so ein bisschen buggy und... ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, da weiß ich noch nicht genau. Vielleicht probieren wir auch mal Wien aus oder wir fahren auch mal den Arena-Verkehr. Ich werde mir das auf jeden Fall überlegen und bedanke mich jetzt hier fürs Zuschauen. Ja, ich würde mich sehr über Kommentare, Likes oder Abonnenten freuen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder an Bord der Straßenbahn oder auch nicht oder auch Bus oder Gelenkbus oder was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.